Kahn. Sein Gegenüber in der blauen Ecke, 33 Jahre alt, auch für ihn ist es der erste Kampf. Vom East District 7, Steven Lee. So, weiter geht's im Programm. Und wer in nächste Woche da in den Ring steigt, Steven Leeds vom East District 7. Er tritt auf Pit Birkan von der Muay Thai Schmiede Thalheim. Für beide wird es der erste Kampf sein. Ja, und die 95 Kilo Klasse. Ja, weiß man, ein Kampf kann es entscheiden. Eine Aktion kann es entscheiden. Oh, die Augen weit aufgerissen bei Steve Leeds. Da hat er ein bisschen zu lange gewartet, wenn er das linke Bein hebt. So nach dem Motto, ich hebe es mal gucken, was mir dann einfällt, was ich damit mache. Nee, das ist nicht so gut. Die Spinning Backfist. Aber die flog vorbei. Da kommt die rechte mal bei. Schlug die rechte bei Leeds ein. Seine erste Runde. Die Frage ist, hat Leeds hier schon zu viel Kraft gelassen? Ja, es hat schon Kraft gekostet, was Leeds in der ersten Runde. Oh, die linke war gut drin, gleich zu Beginn.
Oh, das Lied ist. Oh, ja, ja, die rechte war drin. Da hat er sich auch so seitlich weggedreht. Steven Leeds. Ja, die Unterstützung seiner Fans, die hat er natürlich. Aber das muss er auch versuchen in Aktion umzumünzen. Oh, der schnauft er schon. Da wollte er schon ein bisschen in die Hocke gehen. Das ist kein gutes Zeichen. Das ist kein gutes Zeichen. Der ist angeklingelt. Und da wird er angezählt. Nicht, aber ich glaube, da wird es hier gleich vorbeigehen. Ganz ehrlich, da kann man auch in der ersten Ecke von Leeds auch das Handtuch werfen, weil da kommt nichts mehr. Und ich weiß nicht, ob es so klug ist, wenn man ihn dann noch weiter bestrafen lässt. Klar, es sind jetzt hier noch ein paar Sekunden. Weiter. Ja, da könnte sich vielleicht gerade noch in die Runde retten. Ja, da hat er Glück gehabt. Also ich, auch wenn es nur eine 2-Minuten-Runde ist, aber ich glaube, das wird Steven Leeds, das wird er nicht schaffen. Diesen Kampf hier über die volle Distanz zu überstehen, ich weiß nicht. Kommt natürlich auch darauf an, was Pit Birkan jetzt auch im Köcher hat. Hat er noch die Kraft, ihn vielleicht auch seinen Gegner rauszulocken? Betreuer bitte aus dem Ring. Wir werden es gleich erwarten in dieser dritten Runde. Ja, die rechte war drin. Ende des Kampfes. Nicht so energisch aber zwischengehen, auch wenn es scheiße ist mit den schweren Jungs. Hast du sie aufgehängt? Ja? Hast du sie irgendwie aufgehängt? Nein, nein. Das offizielle Urteil des Siegers durch RSC Referee Stops the Contest in Runde 3. Die rote Ecke, Pit Birkan! Also, was hier haben wir auch.